Vielen Dank und darf ich Sie recht herzlich willkommen heißen, wie immer an dieser Stelle zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Kassel Huskies gegen die Eispiraten aus Crimmitschau. Bei mir begrüße ich den Gästecoach Chris Lee, herzlich willkommen wieder bei uns in Kassel und unser Coach Rico Rossi natürlich. Das erste Wort gehört wie immer dem Gast. Chris Lee, ein paar Worte zum Spiel bitte. Schönen guten Abend. So viel habe ich nicht zu sagen. Heute waren wir nicht bereit zu arbeiten, das Spiel schwer zu machen, zu kämpfen. Wir haben heute 20 Mitläufer gehabt, von der erste bis die letzte. Ich muss ehrlich sagen, ich will nichts wegnehmen. Kassel hat super stark gespielt, aber wir haben das manchmal viel zu einfach gemacht, für die zu viel Platz gegeben, zu viel Respekt vielleicht, aber es war viel zu einfach für Kassel heute. Wir haben zurzeit einen super Lauf und heute super gespielt, keine Frage, haben wir verdient, gewonnen, keine Frage. Und ja, Glückwunsch auf Rico auf die 3 Punkte. Ja, kurz und knapp, Rico, wie hast du das Spiel erstmal gesehen? Ja, danke schön. Eigentlich, genauso wie Chris gesagt, wir haben viel Failures gemacht, weil wir hatten viel Failures provoziert. Wir waren eng zum Mann, wir waren druckvoll, wir hatten keine Zeit, keinen Raum. Und von daher kommt die Failures und wir haben sehr gut genutzt. Natürlich, das hilft, wenn dein Special Teams super war. Und wir haben 3 von 4 Tors gemacht, 3 von 4 Chancen in den Unterzahl-Tors gemacht. Ohne Unterzahl wären wir kein Tor gegen. So, ein gutes Wochenende. 12 Tors geschossen, nur 3 Tors bekommen, 6 Punkte und ein Derby-Sieg. It's a pretty good weekend. Ja, Rico, du hast es schon gesagt, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, wie du hier standst und sagst, Special Teams, Special Teams, Special Teams. Wenn du es genau nimmst, das eine war bei angezeigter Strafe, da hast du sogar eigentlich noch 4 Tore geschossen heute in Überzahl. Keins bekommen, in Frankfurt ähnlich stark gespielt. Die, ja, gerade so die Nadelstiche gesetzt mit Powerplay-Toren, schnellen Toren und einem sehr soliden Unterzahlspiel. Ist das vielleicht auch so ein zeitlicher Prozess, den eine Mannschaft gehen muss, damit dieses Special Teams so funktionieren, wie sie jetzt funktionieren? Nicht nur in Special Teams, aber die ganzen Lauf von dieser Mannschaft ist ein Prozess. Das dauert, das haben wir von Anfang an gesagt, und wir sehen, dass das lohnt sich, auf solche Dinge zu arbeiten und zu konzentrieren im Laufe der Woche. Wir sprechen jetzt über Special Teams, aber allgemein, du siehst eine Mannschaft, die spielt sehr mehr routiniert und die spielen die taktisch sehr clever. Und wie gesagt, das ist ein Prozess. Und wenn wir unsere Special Teams weiter so spielen, dann haben wir eine gute Chance, ein Roll 3, 4 Spiele hintereinander zu gewinnen. Ohne Special Teams wird es schwer, weil ein großer Teil von dem Spiel ist in Überzahl oder Unterzahl. So, in dieser Woche hat es gut gelaufen. Wir werden sicherlich das nicht leicht nehmen nächste Woche im Training. Wir werden wieder arbeiten auf dem und hoffen, dass das weiter diesen Trend geht weiter. Ja, vielen Dank, Rico. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Keine Fragen. Dann fassen wir noch kurz zusammen. Endergebnis war 8:2. Strafen, sehr faires Spiel. Kassel 6, Crimmitschau 8. Das Ganze vor 3013 Zuschauern. Ergebnis aus den anderen Stadien. EV Landshut gegen die Heilbronner Falken 5:2. ESV Kaufbeuren, Fischtown Penguins, Bremerhaven 2:1 nach dem 2. Drittel. Lausitzer Füchse, Bietigheim Steelers 4:7. Ravensburg Tower Stars gegen den SC Rissersee. Das Spiel hat um 18.30 Uhr begonnen, liegt noch kein Ergebnis vor. EC Bad Nauheim gegen den Dresdner Eislöwen, ebenfalls 2. Drittel 1:1. Und Star Wars Rosenheim gegen Löwen Frankfurt 0:5. Ja. Glückwunsch. Ja. Für uns geht es weiter am Freitag, kommende Freitag, 12.12. in Dresden. Und wir sehen uns wieder noch mit einem Mini-Fragezeichen. Sonntag, 14.12., 17 Uhr zum Derby gegen Bad Nauheim, 17 Uhr. Das ist noch das Mini-Fragezeichen. Darf Sie bitten, nochmal die Tagespresse und unsere Homepage anzugucken. Fehlt noch die Zustimmung vom Verband. Ansonsten, wir gehen davon aus, dass wir 17 Uhr spielen. Bad Nauheim zugestimmt. Wir wollen es auch. Gehen davon aus, dass es so sein wird. Ihnen allen noch einen schönen Sonntag, schönen zweiten Advent. Kommen Sie gut in die Woche. Bis dann, und tschüss.